Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal das neue Sonic Speed Simulator Update. Dann schauen wir uns einfach mal das neue Update an. Und 25 Rennen, ich habe 6 Rennen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich bei jedem Rennen mitmachen. Und dann warten wir, bis das nächste Race startet in 25 Sekunden. Und ich sehe gerade, was ist mit meiner Hose los? Ich trage keine Hose mehr. Warum steht da die... War der Countdown nicht eben schon so? Irgendwie will der Countdown nicht, oder? So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, ich will! Okay, es funktioniert. Ich dachte eben, ich könnte nicht mitmachen. So, dann muss ich halt ein paar Rennen rennen. Machen wir. 4, 3, 2, 1, go! Ich bin viel langsamer als die. Oh, stimmt, ich habe meine Maximalgeschwindigkeit auch halbiert. Für Rennen muss ich, glaube ich, meine Geschwindigkeit dann doch wieder höher stellen. Also gehe ich auf Menü, dann auf die Settings und dann Percent packe ich wieder auf 500. 100. So. Und ich wähle als Charakter dann einfach mal wieder Sonic aus, weil als Conny trage ich keine Hose, weil Layered Clothing nicht aktiviert ist. Oh Gott, ich bin so schnell. Wobei, Claudie hat mir gesagt, dass das mit einem Controller gut zu spielen ist. Deswegen schließe ich einfach mal einen Controller an. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das gut läuft. So, jetzt habe ich Controller. Ich kann jetzt langsam laufen. Ihr seht, ich bin langsam. Und ich kann wieder schnell werden. Ja, aber daran muss ich mich auch gewöhnen. Ich habe lange nichts mehr mit Controller gesteuert. Mit Joystick. Früher war ich so der Gamer, was Controller-Steuerung angeht. Und heute denke ich mir so, bro, als ob ich da landen kann. Okay, hiermit ist springen, mit ist dashen und was ist rollen? Okay. Ah, das ist es. Okay, verstehe. So, ich habe die Steuerung mit Controller raus. Ich muss mich nur die Controller-Steuerung gewöhnen. Aber Shoutout an Claudie. Den Weg hier bin ich noch nie gegangen. Shoutout an Claudie, dass er mich überhaupt auf den Gedanken gebracht hat, dass man das mal mit dem Controller ausprobieren könnte. Der liegt hier immer bei mir am PC rum und verstaubt. Yes? Okay, so. Und dann... So, ja, Mann. Boah, ich bin übelst der Roblox-Zocker, Leute. Please. Bam, bam, bam. Aber ich komme trotzdem nicht klar. Man ist einfach viel zu schnell. Ich konnte leider deinen Rekord nicht holen. Du hast noch 2 Wochen Zeit. Aber ich werde auch versuchen, meinen Rekord noch zu holen. Und dann auf in Welt 3. Übrigens, ich finde es so schön, dass das Portal hier wieder ist. Also entweder die haben das entfernt, weil... Warum auch immer. Oder es war wirklich ein Fehler, dass das entfernt wurde. Das ist auch cool so, dass man hier mit auf das GUI zugreift. Also so müssen Xbox-Spieler das Spiel erleben. Stellt euch vor, ihr seid Xbox-Spieler. Das finde ich richtig schrecklich. Weil Xbox-Spieler haben auf ganz viele Roblox-Spiele keinen Zugriff. Weil Roblox-Spiele für die Xbox haben viel härtere Bedingungen. Man darf zum Beispiel keinen In-Game-Chat anbieten. Man darf viel weniger Gewalt angeben, als es sowieso schon in Roblox erlaubt wäre. Und noch ein paar andere Sachen. Ich habe die Liste gar nicht so genau im Kopf. Auf jeden Fall sind deswegen ganz viele Roblox-Spiele für Xbox nicht zulässig. Aber ich bin so schnell, Leute. Und an GUI-Steuerung muss ich mir eh noch gewöhnen hier. Mein Bruder ist Xbox-Spieler. Gott schütze ihn. So. Und dann werden wir in der schlechtesten Map, die es hier gibt. Und zwar Snow Valley. Oh, Race is starting in 14 Sekunden. Was meint ihr, wie viele Races habe ich schon übersprungen? Wahrscheinlich eine Menge. So, Green Hill Obby. Gehen wir rein. Roblox macht alles im Chat zu Sternchen gefühlt. Ja, das kann gut sein. So, jetzt gehen wir rein. Joining Period. Ja. Und jetzt spielen wir hier mit diesen... Travel to... Nein, ich will nicht. Okay, ich lerne das. Nein, ich will die Kamera... Ich kann die Kamera nicht steuern, wenn ich diesen mache, okay? Ah! Ah! Ach, ich hatte den Knopf noch aktiviert. Sag das doch. Sag das doch, dass ich das noch aktiviert hatte. Deswegen ging die Kamera auch nicht. Ah, ich geh hier immer außen rum. Das ist so richtig intentionell, aus meiner Intention heraus, dass ich hier außen rum gehe. Was ich gar nicht sollte. Aber ich sehe da oben schon, hat jemand den neuen Skin. Das Update ist ja auch schon ein bisschen länger draußen. Oh, nicht zu weit. Und rein da. So. Hilltop Zone. Hilltop Zone möchte ich mal mit Controller erleben. Weil das ist die Map, wenn man schnell sein möchte. Ich bin gespannt, wie die neue Map dann aussieht. Ob man da auch so schnell sein kann oder ob die ihre Formel vergessen haben. So, und jetzt einfach lang grinden. Und zwar bis die 11 Sekunden rum sind. Ich meine, das ist eine einfache Steuerung. Hier muss ich gar nichts machen, außer vielleicht mit der Kamera ein bisschen herumgucken, ob ich irgendwann abspringen muss. Wobei, nee, wenn ich hier lang grinde, ich erinnere mich, dann klatsche ich am Ende gegen eine Wand. Jetzt kommt erstmal nichts, ganz lange nichts. Oh, lol, nein, ich habe das Rail verloren. Was? Alles klar. So, Race is starting in 4 Sekunden. Das Race gönnen wir uns. Race is in process. Hä? Hä? Habe ich schon wieder das Race verpasst? Wie schnell gehen denn alle in die Races rein? Eggman dropped some chemical plant. Okay, jetzt wurden chemical plants auch noch gedroppt. Was will Eggman denn schon wieder von mir? Wahrscheinlich um den neuen Skin zu bekommen. Ja, wenn man den neuen Skin bekommt, müsste ich auch noch gucken. Sind das hier Chemical Plants? Glaube nicht. Nein, ich habe es nicht erwischt. Und ich habe den Sprung nicht geschafft. Muss jetzt einkaufen gehen. Yo, bye. Wo sind die Chemical Plants? Ich muss mal wieder kurz Computersteuerung übernehmen. Data Disk in Chemical Plant. Ach so, Data Disk in und Chemical Plant ist die neue Map. Verstehe. Das heißt, ich brauche gerade noch die neue Map, um überhaupt den Skin zu bekommen.
Zumindest aktuell. Vielleicht werden die ja noch auf anderen Maps gedroppt, aber alles klar. Dann muss ich wohl warten, bis das nächste Rennen anfängt in 30 Sekunden. Weil irgendwie will das nächste Rennen ja gar nicht. Das letzte Rennen hat mich nicht reingelassen. Da brauchst du 100 Data Disks. Die sind nur in der neuen Welt. Okay. Das heißt, als allererstes muss man dann die 25 Rennen für die neue Map haben. Und wenn man diese 25 Rennen dann hinter sich hat, dann muss man auch noch 100 Data Disks dort sammeln, die mal wieder nur zu bestimmten Zeiten spawnen. Ja, wir kennen die Formel schon. Starting in 3, 2, 1, go. Go, 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 go. Nein, nein, Race and Pro. Och, Mensch. Ich habe mich nur auf das Rennen konzentriert, bin deswegen gestorben und, okay. Das merke ich mir. Das merke ich mir, Roblox. Das merke ich mir, Sonic Speed Simulator. Sag mir nicht, ich komme da nicht hoch. Also, okay. Ich muss sagen, mit der Controller-Steuerung komme ich auch nicht klar. Ich bin einfach zu schnell. Ich finde es gut, dass die Rennen endlich einen Nutzen haben. Ja, man kann halt in den Rennen immer ein bisschen farmen. Es ist schon gut, dass sie einen Nutzen haben. Die waren halt vorher nur so ein bisschen Zeitvertreib. Man konnte ein bisschen leveln. Das war's. Sich halt gegeneinander messen. Aber gegeneinander messen macht gar keinen Sinn mit so einem Rebirth-System. Aber ich muss jetzt wieder 31 Sekunden warten, bis das nächste Rennen startet. Also ich muss richtig seicht den Controller anditschen, wenn ich nicht komplett aus der Bahn fliegen möchte, wie ich es gerade eben schon wieder bin. Also es ist schwierig. Du hörst dich wie GLP an. Ich glaube nicht, nein. Und hier steht's. Welt 6 Chemical Plant. Das ist aber ein richtig cooles Portal. Und ich brauche 25 Race Wins, um hier rein zu können. Vorher lässt mich Dr. Eggman nicht rein. Schade. Warum steht da Knuckles? Unlocked. Y. Oh, ich habe Knuckles schon. Sailor Tails, Swaps, Schau. Ich will die alle haben. Naja. Wie heißt du auf Roblox? Ich habe keine Ahnung. Wie heiße ich auf Roblox? Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Wie heiße ich auf Roblox? Ich weiß es nicht. Das 2x-Level-Event ist cool. Ja, man levelt schon schneller. Das habe ich auch gemerkt. Aber ehrlich gesagt, wenn man nur 25 Level für diese Map braucht, dann heißt das, dass ja auch Anfänger ziemlich easy dort reinkommen. Weil, also man würde ja theoretisch in Welt 6 Chemical Plant früher reinkommen, als man in Welt 5 Hilltop Zone kommt. Bei Hilltop Zone, da braucht man ja 10 Rebirths. Und für 10 Rebirths braucht man viel länger als für 25 Rennen. Und ich muss immer noch warten, bis ich das Rennen hier schaffen kann. Ich sehe, V-Ray hat schon. Wisst ihr was? Ich könnte auch einfach auf den Shop gehen. Da gibt es doch bestimmt schon den neuen Skin zu kaufen. Please, sag bitte. Ja, wahrscheinlich nicht, weil das kein Event-Skin ist. Weil es kein Event-Skin ist, oder? Doch, theoretisch ist es ein Event-Skin. Na gut. Ah, das wird verdeckt. Deswegen, warum steht da so lange, wie welche Leute gewonnen haben? Ich habe fast nicht gesehen, dass das nächste Rennen begonnen hat. Oh Gott, 2, 1, go! Ich habe einen schlechten Start hingelegt. Ich bin von der Taste runtergekommen. Aber ich habe jetzt schon 9 Races. Das heißt, mir fehlen noch 16 Races. Cleaning up old race. Aber wenn es halt nicht so... Ja, jetzt dauert es wieder eine Minute, bis das nächste Race anfängt. Das heißt, theoretisch könnte man das so in, sagen wir mal, 17 Minuten könnte ich das jetzt schaffen. Aber in der Praxis schaffe ich es ja irgendwie nicht in jedes Rennen rein. In der Praxis dauert das voll lange, bis ich in die nächsten Rennen reinkomme. Where will they show up next? Keine Ahnung, ist mir eigentlich ziemlich egal. Nach 40 Sekunden anstatt das nächste Rennen. Ich bin in der neuen Welt von 0 auf Level 300 in 2 Minuten. Als ob man da so schnell leveln kann. Okay, dann bin ich echt gespannt. Aber ich möchte euch gar nicht so lange hinhalten. Also, es würde jetzt noch eine Weile dauern, bis ich die erforderlichen Races zusammen habe. Deswegen würde ich das hier sein lassen und mache das offscreen weiter. So, und ich habe jetzt genug Rennen gemacht, um die neue Welt freizuschalten. Und damit wir uns die Map einmal richtig in aller Ruhe geben können, gönne ich mir auch eine Wiedergeburt. So, und jetzt müssen wir hier erstmal wieder zu den ersten Kristallen, sonst geht's gar nicht mit den Fortbewegen. Und jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Perfekt. Ich mache mich dann auf den Weg wieder zu dem Portal und dann werde ich mir die Map einfach mal geben, wenn man noch Level 37 ist mit 14 Rebirths. So, und das Erste, was auffällt, ist, da ist Dr. Eggman und hier ist Cybersonic gefangen. Und kommt nicht raus. Na gut. Und um ihn zu befreien, müssen wir 100 Data Disks sammeln. Ich habe eben schon geguckt. Die sind gar nicht so leicht zu finden. Diese Map hier ist nämlich ziemlich groß. Man läuft hier ziemlich weit. Und die Data Disks, die sind halt eher abseits. Das finde ich doof. Oh, jetzt bin ich... Nein. Komme ich hier wieder weg? Nein. Ah, ich habe es geschafft. Ich habe nicht genug Jump Power, um hier hochzukommen. So. Boing. So, ich habe bisher 2 Spots gefunden, wo man Data Disks finden konnte. Das waren immer so solche Plateaus hier. Immer an der Ecke habe ich die bisher gefunden. Der hier nicht. Und aktuell sind die Data Disks bei mir sowieso nicht da. Also ich muss wieder warten, bis die wieder abschauen. Was ja auch mal so nervig ist in diesem Spiel, dass man warten muss, bis die Disks da sind. Weil es dauert ja so schon lang genug, 100 Stück zu sammeln.
wenn man halt wirklich, ich meine 100 Stück, stellt euch das vor, von diesen blöden Discs sammeln und dann sind die auch so weit verteilt und spawnen dann nicht mal eben immer, sondern immer nur zu bestimmten Zeiten. Die wollen es einem wirklich schwer machen, die wollen wirklich, dass man sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringt. So, ich grinde hier rüber, so wie Tony Hawk. Nein, ich bin zu weit gegrindet. Weiterlaufen. Da oben ist eine Data Disc, okay. Die Data Disc ist jetzt aufgetaucht? Nee, was habe ich dann da gesehen? Hä, da ist eine Data Disc, obwohl da steht, dass die nicht mehr da sind. Okay, hier können wir auch eine Data Disc finden. So sehen die aus. Die sind halt immer auf solchen Dächern habe ich die bisher gefunden. Ihr müsst immer am Wegerand gucken, ob ihr auf solchen Dächern irgendwas findet. Hier. Nein! Doch, ich dachte gerade, die wären weggegangen, aber sie sind... Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum im Chat drin stand, dass die weg sind, aber sie noch da sind. Aber sehr gut, dann muss ich jetzt halt immer auf diesen Dächerplattform hier gucken. Und das müsst ihr auch machen. Immer gucken, ob auf irgendeiner Kante was drauf liegt. Weil das, damit bin ich bisher immer am besten gelaufen. Da mitten im Kreis vielleicht drin, aber da sehe ich gerade nichts. Laufen wir immer durch den Looping durch und gucken, ob sich hier was befindet. Und hier befindet sich nichts, da befindet sich nichts. Schade, und wir sind wieder am Spawn. Ja, Cybersonic, tut mir leid, du musst noch ein bisschen. Ich laufe einfach mal hier lang, wobei ich hier ja beim letzten Mal auch nichts gefunden habe, aber es gibt so viel XP. Oh, oh Gott, hier habe ich durchgepasst, ich wollte gerade sagen. Hier kann man einfach durch. Hier kann man durch. Okay, na gut, dann laufen wir hier weiter. Und boing. Ich versuche einfach mal diesen Weg hier lang zu gehen. Ah nee, oh, das war wieder der falsche Weg. Naja, dann laufen wir diesmal hier weiter. Ah, dieser Doppellooping hier, der ist auch cool. Einfach zwei Loopings hintereinander. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Zwei Loopings hintereinander, stellt euch das vor. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also hier komme ich dann wieder zum Spawn zurück. Ich will mal wieder in diese andere Ecke, wo ich einmal war. Oh, hier drauf. Oh, die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, dass hier eine drauf ist. Aber okay, da ist auch eine Data Disc drauf. Wir sind halt wirklich leider am Abseits vom Weg, nicht auf dem Weg. Auch so ein bisschen schade, finde ich. Naja, ich versuche nochmal hier aufs Rail raufzuspringen. Nein! Warum treffe ich das Rail nie? Ich kann echt nicht im 3D-Space navigieren. So, jetzt mal nach rechts hier. So, ist hier was drauf? Hier ist nichts drauf. Wucher, Frechheit. Betrug ist das. Dann gehe ich einfach mal hier rauf gucken, Boeing. Das war nämlich der Weg über diese Dächer. Und hier oben ist dann nochmal eine Data Disc. Perfekt. Gut, das letzte Mal, als ich hier war, da waren dann nämlich noch keine Data Disc, weil die gerade nicht da waren. Und dann gucke ich einfach mal weiter hier auf den Dächern nach. Es wird nur irgendwann schwierig, weil gleich muss ich so hier über die Rails rüber. Oder dann rüber zu den anderen. Und da verpasst man manchmal den Anschluss. Genau, jetzt habe ich wieder den Anschluss verpasst und das war's dann mit mir. Da komme ich nicht mehr hoch, also muss ich runter. Ich habe das da noch nicht lang geschafft. Ich weiß nicht, wo es mich hinführt, weil ich es bisher noch nicht geschafft habe. Aber ich versuche hier mal auf den Türmen, aber auf den Türmen ist natürlich nichts drauf. Das wäre auch ein bisschen zu viel, wenn die da was auf den Türmen packen würden. Da würde man dann niemals hinkommen. Huch, zwischen die Häuser gefallen. Machen wir hier wieder lang. Das ist auch ein abgespaceder Boden. Also ich muss sagen, die Map sieht cool aus, aber ich habe immer noch keine Orientation. Ich weiß immer noch, ich kann mich nicht zurechtfinden auf dieser Map. Es ist zu viel für mich. Mein armes Herz verkraftet das nicht. So, hier ist noch... Nee, hier ist es wieder der Doppellooping. Okay. Also dann müssten doch hier gleich wieder Dächer mit Hochbeugen sein, oder? Ja, scheinbar nicht. Na gut. Und hier kommt man wieder zum Spawn. Ja, hier kommt man wieder zum Spawn. Okay. Dann gehe ich einfach mal hier lang, durch diesen coolen Tunnel. Aber ich glaube, ich werde mir das hier nie einprägen können. Das ist alles so groß und so weit und so abgespaced. Das verkrafte ich einfach nicht, Leute. Das verkrafte ich nicht. Bin ich wieder... Oh nein, ich bin hier. Oh, da will ich hin. Ja, dann gehe ich halt nochmal runter. Aber Leute, ich würde sagen, ihr wisst jetzt, wie man den neuen Skin bekommt. Ich will euch nicht weiter hinhalten. Ich werde den Skin für mich selber zusammenfarmen. Vielleicht noch nicht. Vielleicht schaffe ich es gar nicht, weil ich habe leider auch viele andere Sachen zu tun. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Wenn nicht, wäre mies. Aber das wäre es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!